Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören natürlich noch rein bei Bones MC. Wenn du mich kennst, immer wenn ich Bones MC sage, habe ich das Verlangen, ihn irgendwie zu imitieren. Ich weiß, ich kann es gar nicht, aber ich habe immer das Verlangen sozusagen. Mein Name ist Bones MC von 1972. Er redet irgendwie so, oder? Bones redet so. Sagt, was ihr wollt, aber Bones redet so. Mein Name ist Bones MC von 1972. Ich hab irgendeinen Kollegen von mir. Ich weiß nicht, wer der kann Raff richtig gut nachmachen, aber halt einfach, weil er dieses Wienerische gut kann. Wenn man Wiener Dialekt gut kann, dann bist du Raff Camora gefühlt schon, halbe Miese, ja. Dann noch ein bisschen tief die Stimme und dann lebst du in Gotham auf einmal. Freunde, ich freue mich sehr. Wir hören rein, weil wenn du mich kennst, let's go, Mann. Shahu Casado, Shoutouts. Wenn du mich kennst, Bro, ich dachte viel zu lange gerade schon wieder, warum ist da eine Milka-Tafel Schokolade, Bro? Sorry auch, ich bin zu arm. Ich denke einfach an Milka-Schokolade 99-Cent-Tafel und nicht an Louis V, Bro. Sorry. Wenn du mich kennst, dann sitze neben mir in meinem Bett. Ja, rauchen wir zusammen eine Rakete auf dem Dach. Bro, ich lieb's einfach, wie alle immer zu sehen sind, ne? Die ganze Crew. Wir sind alles Cousins. Lass mal in Brände, können wir schnell. Boah, sorry nochmal off-topic, ne? Aber Cornflakes underrated, Mann. Gönnt euch mal eine Schüssel Crispy Cornflakes, Bro. Auch an mich selber gerichtet. Underrated. Kindheit, gefühlt jeden zweiten Tag eine Schale Cornflakes reingehauen. Heutzutage viel zu selten, Bro. Es gibt so krank geile Cornflakes. Bro, einfach mal wieder eine Schale Cornflakes reinhauen. Wirklich. Boah. Ich schwöre auf, ist ganz gold in meinem Mund. Wenn's jedes sagen geht, der Karriere, wir rollen noch 22 Zoll im Drang. Boah, Tiefstimme fühle ich gerade nicht so. Bisschen zu. Weiß nicht, zu unverständlich, zu genuschelt. Fühle ich nicht so gerade, glaube ich. Wenn's jedes sagen geht, der Karriere, wir rollen noch 22 Zoll im Drang. Tannenstraße, Captain Crunch in der Badelatsche, Polizei. Boah, das fühle ich mehr schon wieder. Part gerade fand ich nicht so geil, jetzt geiler direkt. Tannenstraße, Captain Crunch in der Badelatsche, Polizei findet es nicht so geil, wenn ich zweite Reihe vorm Laden packe. Ich zeig Strafe, Diggas Bones der MC. Damals nicht meine Fahrkarte, jetzt Chevys und Rovers und Jeeps. 107 die ohne mein Team. Ganze Reise lang Spaß gehabt, stark. Mehr gemacht als nachgedacht. Den ganzen Tag da im Park verbracht. In Nase nach, ja. 20 Jahre fast, Digga, ahnst du das? Boah, den Part habe ich gerade sehr gefühlt dafür. Den davor fand ich wieder nicht so geil, aber den Part gerade umso mehr gefühlt. Das war wirklich, das war der echte Bones, der gerade gesprochen hat zu uns. Ja, auch die, wie er das so gefühlt locker und leicht einfach so vom Mikro erzählt hat. Es war ein cooler Vibe, Mann. Cooler Vibe. Und wie er gerade meinte, auch so schon fast 20 Jahre, Mann. Was ist passiert? So, was, das ist crazy und so. Sehr sympathisch. Wacht, ja. Der Nase nach, ja. Schon 20 Jahre fast. Digga, ahnst du das? Wenn du mich kennst, dann oh, geil. Boah, wir haben letztens auch Alex Hash Reaction hochgeladen. Mit Lia Seh, der neue Track, fand ich sehr stark. War Sommertrack. Stark, Mann. Ja, rauchen wir zusammen eine Rakete auf dem Dach, weil wir sind alles Cousins. Ja, ja, wenn du mich kennst, dann weißt du, ich kenn dich. Digga, krass. UFO war gerade noch am Start, Frauenarzt war am Start, natürlich die 187 Jungs, Pascal war eben am Start, logisch. Dach, weil wir sind alles Cousins. Geil, Mann. Ja, ja, wenn du mich kennst, dann weißt du, ich kenn dir jeden Cent. Und du weißt auch, Digga, wenn du Probleme hast, sag Bescheid, weil du bist Teil meiner Gang. Boah, ich glaube wirklich, alle von den 187 Jungs, da denke ich an das Legendäre, was Hip-Hop oder TV-Straßen-Sound-Interview, wo Alex wirklich schon so ein bisschen ein drüber ist, aber noch alles easy mit seinem City-Roller. Und es war Backspin, wo Nico Backspin ihn fragt, was bedeutet 187 für dich? Und dann Alex sagt sowas wie, grenzenlose Liebe und Vertrauen. Irgendwie sowas in der Richtung sagt er und redet in den allerhöchsten Tönen über all das und sagt so, das ist Familie, das ist Liebe. Wir lieben uns wirklich, es gibt nichts, was zwischen uns steht. Und diesen Vibe hat man bis heute immer noch. So, bei wem hat man das noch? Vielleicht bei Kolle und Farid würde ich es ähnlich sehen. Wisst ihr, Kolle und Farid auch so dieses, komme, was wolle, die beiden halten zusammen, egal was irgendwann irgendwie sein sollte. Und das ist aber bei 187 in einer viel größeren Gruppe so.
Und das ist richtig schön, Mann, weil heutzutage, Bro, gerade bei Musikern, heute beste Freunde, morgen schlimmste Feinde irgendwie so. Tankstelle am Nachtschalter, das Auto gewaschen und glänzt. Ganz Gangs wie Rough Riders, alles sind meine Cousins. So Oh, viele geiler Girlies in Part. meinen DMs, lenken mich ab, Digga, leg mal das Handy weg. Ein reicher Digga, der zweite Part ist ja richtig geil, warte. Lenk mich ab, Digga, leg mal das Leg Handy das weg. Handy weg. Ein reicher Rapper, die Pfeife scheppert, hab Glück gehabt in meinem Management. Ist niemals. Boah, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Guck mal, wer ist er hier? Wer ist er hier, Junge? Wer ist er hier? Er ist ja gebügelt und mit Weichspüler gewaschen. Oha, oha, wer ist er? Cool, Am Mann. Nachtschalter das Auto gewaschen und glänzt. Ganz Gangs wie Rough Riders, alles sind meine Cousins. So viele Baddies in meinen DMs, lenken mich ab, Digga, leg mal das Handy weg. Ein reicher. Super cool, Mann. I guess das ist sein Management, ja? Yeah? I guess hier. Stark. Stark. Ein reicher Rapper, die Pfeife scheppert, hab Glück gehabt in meinem Management. Ist niemals zu spät für eine glückliche Kette, die krumm fängt, blitzt im Sunshine. Snoop Doggy Dogg ist von Onkel gewesen, die Träume so groß, ich war ganz klein. Ballermann in meiner Jackentasche und Ballermann in meiner Jeans. Digga, repräsentiere die Bande für. Boah, ich lieb's. Bones und Raff, wie sie sich die ganzen Clips quasi ansehen. Legacy haben sie hinterlassen, gefühlt jetzt schon, ne? Ist Meine crazy. Rapper sind alle nur Memes, Milliarden von Streams und Anke im Schrank. Immer noch Barren fällt hängen auf der Bank. Wenn du mich kennst, ruf ich doch an, weil für alle anderen hab ich keinen Empfang. Rollo Nein. beim Kiez, ziemlich betäubt, auch ziemlich beliebt, weil ich riech. Aber auch dieses, wenn du mich kennst, ruf mich doch an. Dieses, alle, die immer labern. Ja, ich bin gut mit denen. Ja, okay, wenn du mich wirklich kennst, ruf mich doch an. Wenn du meine Nummer nicht hast, dann bin ich nicht gut mit dir. Und das ist eine gute Art und Weise, das auszudrücken, finde ich. Erfolg, zieh mein Joint. Ja. Wenn du mich kennst. Stark. Sitze neben mir in meinem Bett. Ja, rauchen wir zusammen eine Rakete auf dem Dach, weil wir sind alles Cousins. Ja, Boah, geil, ja, fett wenn man du auch. mich kennst, dann weißt du, ich kenn dir jeden Cent. Und du weißt auch, Digga, wenn du Probleme hast, sag Bescheid, weil du bist Teil meiner Geil. Gang. Boah, auch wie viele Musiker hier zu sehen waren. Ich liebe das, ne? Ich liebe wirklich das. Das spricht ja auch Bände für die, wenn sie so connected und gut sind mit so vielen Leuten aus verschiedenen Camps. Bones ist, glaube ich, echt ein sehr guter Mann. Bro, Gameboy wird crazy, glaube ich. Ich freue mich. Er ist noch so lange hin, ne? 1.11., Bro. Holy shit, 3,5 Monate. Andererseits nur noch 3,5 Monate? Bro, Weihnachten ist ja schon demnächst dann. Was ist denn da passiert? Bro, wir haben gerade Hochsommer und es ist gefühlt bald Weihnachten, wenn ich drüber nachdenke dann. Das ist crazy, Bro. Das ist crazy. Crazy, okay. Freunde, was soll ich sagen? Sehr geiler Track. Der eine Part am Anfang hat mich gar nicht abgeholt. So dieser ganz, dieses Murmelige mit der tiefen Stimme fand ich wack. Hook ansonsten geil, Musikvideo 10 aus 10. Ich liebe das einfach, diese Musikvideos, die so einfach, wir sind unterwegs, drehen nebenbei was und auf einmal UFO wird angerufen. Odex Sash ist im Musikvideo, Trettmann war zu sehen. Die ganzen 187-Jungs sind mit am Start. So, ich mag das gerne, so diesen Vibe zu sehen. Keine Ahnung. Dann die Szene mit ihm im Kinosaal mit Raff. War ein geiler Vibe, Mann. War ein geiler Vibe. Ich freue mich sehr auf Gameboy. Wir werden jede Single, die rauskommt, zusammen abchecken und gerne auch eine Album-Reaction machen. Und ja, Mann, ansonsten, Freunde, viel, viel Dank fürs Einschalten. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euren Sonntag mit mir verbringt. Und küsse all eure Herzen, ja. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehen, wie immer natürlich. Und wir sehen uns. Ciao.